Liebe Gemeinde, willkommen zurück bei dieser 6 beim finalen Finale der Schatzsuche bei Teil 3, Folge 3. Gut, wir brauchen Steine. Ganz viele Steine. Also geben wir es mal ein bisschen Schub. Gibt es noch irgendwelche weiteren Sachen, die wir in der Zwischenzeit ausbauen können, vorbereiten dürfen, bedenken müssen? Ich sehe gerade noch keine. So, Mauerkatapulte dürfen wir nicht, wie wir wissen. Das sollte schon in Ordnung sein. Wir haben uns erst einmal ausreichend eingemauert, um unseren Hauptbereich zu sichern. Zumindest gesetzt dem Umstand, dass Truppen es nicht wieder in unsere Stadt rein teleportieren. Lucius kennt das Gelände immerhin besser als wir. Da kommen wir übrigens hin. Schnell speichern. Wir werden gleich erstmal unseren Verbündeten mit Steinen beliefern, ehe wir unsere Burg ausbauen und uns Richtung Herzogtum bewegen. Oh, Sekunde. Können wir auch schon? Wir können eine Belagerungswaffenschmiede bauen. Wir brauchen eine, also setzen wir sie. Ei, schon unterwegs. Untere Flussebene. Unser Geologe hat ein neues Rohstoffvorkommen entdeckt. Okay, das ist der Weg, über den wir uns mit Lucius konfrontiert sehen werden. Verstehe. Jawohl. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Das heißt, wenn Lucius angreift, wird er hier angreifen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, es gibt dort oben diese Felsen. Vertraue diesen Felsen so gar nicht. So wirklich überhaupt nicht. Ich möchte die nochmal einbefestigen. Mit mehreren Schichten Palisaden. Nein, wir machen es dann anders. Dann machen wir es einfach über mehrere Tore. Tore lassen uns nämlich durch. Lassen den Gegner nicht durch. Und halten marginal mehr aus als die Palisaden selbst. Wenn wir dann noch eine Kräutersammlerhütte daneben setzen und einen Brunnen da platzieren, dann können wir hier so ziemlich alles an Feuer löschen, was sie uns entgegenschmeißen. Und das werden wir wohl machen. So. Und so. So, dann kommt der Brunnen nach dahin und die Kräutersammelhütte nach hierhin. Ah, ich möchte den Brunnen ein bisschen anders stehen haben. So und so. Der kann hier die... Das sind nicht unsere Kräuter. Dann brauchen wir ein anderes Gebäude. Wollen wir hinten Honig ansetzen vielleicht? Ich denke, wir möchten hier hinten Honig ansetzen. Ein Steinbruch ist erschöpft. So. Und so. 5 reichen. Gut, das ist nur aus Sicherheitsgründen, damit wir den Bereich verteidigen und reparieren können. Steinbruch ist erschöpft. Wir können 70 Steine erstmal ausliefern. Und wir können direkt den Steinbruch wieder anschmeißen. Ich steuere den Hafen an. Bald werdet ihr meine Waren begutachten können. Wie schön. Hier möchte ich... Möchte ich das mit Palisaden befestigen? Oder möchte ich das offen halten? Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Denke ich, möchte es tatsächlich offen halten. Denn ein Feind, der hier angreift... Ein Feind, der hier angreift, wird nichts effektiv machen können. Der wird versuchen können, hier durch die Wände durchzudringen.
ausgebaut. Oder wird versuchen, hier anzugreifen. Wir sollten außerdem eine Palisade hinter die Stadtmauer ziehen, um die KI wieder zu verwirren. Denn wie wir wissen, die KI kommt nicht wirklich darauf klar. Sie versucht, das Schwächste anzugreifen, was sie erreichen kann. Und wenn das die Palisade ist, dann ist das gut. Ich hoffe, man kann hier noch durch. Ich bin endlich kurz vor Graf. Das bringt es enorm weiter. Bitte kommt auch diesmal. So, ich möchte, dass man diesen Bereich auch erreichen kann. Deswegen kommt hier noch ein Tor hin. Und dann können wir gleich Karim aushelfen gehen, sobald das hier leergeräumt ist. Unser Brunnen ist versiegt. Sobald er Graf ist, kann er ja legitim Truppen ausbilden. Das Lagerhaus ist voll. Ein Karren wurde ausgesandt. Ein Karren wurde ausgesandt. Ach komm schon. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Ein Karren wurde ausgesandt. So, her damit. Und nach Hause. Ein Steinbruch ist erschöpft. Unser Geologe hat ein neues Rohstoff. So, der wird weiter ausgebaut. Wie lange haben wir noch bis zur Regenzeit? Hoffentlich genug Zeit. Der wird auch ausgebaut, weil er sehr stark an der Front steht. Unser Brunnen ist auf euren Befehl. Sagt mir bitte, dass wir hier noch durch können. Ansonsten muss ich gleich ein bisschen Mauerverschiebung durchführen. Verstanden. Okay, da kommt man nicht mehr dran. Auf euren Befehl. Und da kommt man hier lang durch. Okay. Auf euren Befehl. Gut genug, wir kommen dahin, wo wir hin müssen. Unser Brunnen ist fest. So. Ja, der Regen regelt das gleich. Die Regenzeit hat eingesetzt. Okay, ich nehme an, der ist jetzt nicht mehr ausbaubar. Ah doch, ist doch noch, natürlich noch, aber es kann noch nicht gemacht werden. So, die Steine von hier können wir aktuell nicht nutzen. Das heißt, wir können hier kurz noch zu Besuch gehen. Schnell speichern und dann besuchen wir ihn für seinen Aufstieg. Weil er ja nichts alleine machen kann. Was ist Kater? Miau. Sofort. Wo sind die Steine ausgegangen? Sagt der Lügner. Oh, guck mal, ihm sind die Steine ausgegangen. Ab geht die Party. So, viel Spaß bei deiner Party dann. Wird er auch bis zum Herzog kommen wollen? So, wir können erwägen, dass wir hier hinten auch ein paar neue Kasernen gebrauchen könnten. Und sobald wir auf der anderen Flussseite Fuß gefasst haben, müssen wir auch hier wahrscheinlich Kasernen aufsetzen. So. Sofort. Die Regenzeit ist sofort. Mal schauen, nach welchen unnötigen Dingen er uns gleich fragt. Ja, zumindest kann er jetzt seine eigenen Belagerungswaffen aufstellen. Das bedeutet, er kann es mit Ramböcken aushelfen. Also entweder dieses Gebiet hier benutzt er gleich noch für irgendwas oder wir kriegen das noch irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher, was von beiden zutreffen wird. Jedenfalls haben wir wirklich nicht so viel Wild, aber wir brauchen ja nur ein bisschen was.
Der gerade sein Lagerhaus ausgebaut hat. Ein Karren wurde ausgesandt. Schnell verkaufen wir ein bisschen Müll. Ein Karren wurde ausgesandt. Um unser Lagerhaus ein bisschen leer zu kriegen. Ein Karren wurde ausgesandt. So und so. Ein Karren wurde ausgesandt. Das ist Geld für unsere Partys. Oh. Karims Dieb. Karim, warum bist du auf die Idee gekommen, mit deinem Dieb da reinzurennen? Du Genie. Oh, mein Schädel brennt. Wo bin ich? Und wer bist du, Blechmütze? Fertig. Sei nicht so frech, sonst kommst du auf die Folterbank. Ich bin der gefürchtete Kardinal Lucius. Wer hat dich geschickt? Niemand. Ich gebe dir 5 Sekunden Zeit, mir die Antwort zu sagen. Sonst. 5, 4, 3. Na gut, na gut. Prinz Karim, mein Vorgesetzter, ist mit seinem Freund hier. Sein Name weiß nicht. Scheint aber nicht sehr intelligent zu sein. Was ein Arsch. Ah, da sind sie ja endlich. Und ich dachte, der Statthalter hat sich versehen. Nun, 2 neue Ritter für meine Sammlung. Was dich angeht, Dieb. Für dich habe ich ein ganz besonderes Geschenk. Was denn? Nein, keine Soldaten. Ich will weiterleben. Nun, der Dieb ist tot. Natürlich würde Karim irgendeinen Schwachsinn machen. Du bist aufgeflogen, Hakim. Rette sich, wer kann. Du Vollidiot. Das alles ist nur deine Schuld. Warum schickst du auch deinen Dieb am Außenposten entlang? Ei. Alles klar. Jetzt seid ihr beide dran. Wie ihr wünscht. Alles klar. Ihr müsst meine Stadt beschützen. Du Vollidiot. Zimmert die Burg schneller hoch. Ich will das Herzogtum Feuer haben. Ich werde stets mein Bestes geben in euren Diensten. Geschafft. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Diese Aufgabe haben wir wohl erfüllt. So, ganz schön noch einen Haufen Soldaten ausbilden. Wir brauchen mehr Truppen. Schon unterwegs. Gruppe 2. Voran. Burg. Hohen Sold für die Truppen. Alles klar. Wie ihr wünscht. Alles klar. Hakim, komm rüber. Schon unterwegs. Auf euren Befehl. Ach, jetzt tut sich Karim diesen ganzen Bereich hier. Manchmal fragt man sich, was der Junge überhaupt richtig kann. So. Zuerst einmal können wir, was andere nicht können, etablieren, dass Dario hier gewesen ist. Und er passt hier tatsächlich rein. Okay, nicht so rum. So rum würde dahin passen. Nicht hierhin allerdings. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Wir können auch hier hinsetzen. Dann setzen wir den da hin. Setzen dann hier ein paar Säulen zwischen. Ach, komm schon, Spiel.
Offiziere werden noch ausgebaut. Und wir können hierhin noch entweder eine weitere Taverne setzen oder auch ein Badehaus dazu setzen. Setzen den Badehaus dazu. Und geben den Leuten hier einen Brunnen. Kalutz ist unsere Stadt mit Dieben infiltriert. Wir müssen sie unschädlich machen oder sie werden unsere Stadt beschädigen. Mit Dieben in unserer Siedlung, sie werden Schaden anrichten. Aber das ist natürlich unglücklich. Euren Befehl. Schon unterwegs. Hi. Okay, wo sitzen diese Diebe? Alles klar, alles klar. Ein Dieb wurde entdeckt. Da ist er. Aber wie viele? Wie viele Diebe gibt es denn? Sofort. Alles klar. Angriff. Okay, Hakim geht sie suchen. Schützen ermorden sie. Angriff. Kämpft weiter. Alles klar. Verstanden. Ein Dieb wurde entdeckt. Oh Gott, so viele. Nicht aufgeben. Wie ihr wünscht. Verstanden. Ei. Kämpft weiter. Ei. Ei. Jawohl. Jawohl. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Verstanden. Geschafft. Okay, es waren drei. Die Aufgabe erfüllt. Wir müssen diese Stadt besiegen. Müssen wir wohl. Zuerst müssen wir Fuß fassen. Also zuerst einen Eingang erobern. Wenn wir von oben zuschlagen, können wir sogar was zerstören. Schon unterwegs. Ich dachte, Lucius würde selbst angreifen. Gruppe 4. Wie ihr wünscht. Ei. Das Schöne ist, hier haben wir eigentlich die ideale taktische Position. Wir stehen auf einem Hügel neben einem Flussübergang. Theoretisch gesehen, realistisch betrachtet, wäre das eine miserable Position, um sie anzugreifen. Alles klar. Schon unterwegs. Vor allem, wenn so viele Fernkämpfer auf der anderen Seite sind. Der Fluss müsste theoretisch die Feinde verlangsamen und praktisch gesehen ist das sehr schmerzhaft für jeden, der versucht, da anzugreifen. Gruppe 5. Feinde kommen. Ah, wir können sie nicht 3 Monate lang auf dem Wasser halten, oder? Um die einfach kurz mal vom Monsunregen wegschwemmen zu lassen. Geh weg. Ich brauche jetzt die ganze Sicht, die wir kriegen können. Wenn Karim sich nützlich machen wollen würde, könnte er von hier oben mit Bogenschützen runterschießen. Aber wir wissen, dass Karim sich niemals nützlich machen wird. Auf euren Befehl. Ei, stürmt los. Folgt mir. Kämpft für die gute Sache. Zum Angriff! In den Kampf. Auf euren Befehl. Ei, alles klar. Alles klar. Verstanden. Alles klar. So. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Auf euren Befehl. Ein bisschen Abstand halten. Zum Angriff. Ich kann feindliche Soldaten überzeugen, die Seiten zu wechseln und für meine Sache zu kämpfen. Warum geht ihr in den Nahkampf über? Position. Unsere Verbündeten werden angegriffen. Ein Steinbruch. Seid auf der Hut! Es gibt kein Zurück! Vorwärts! Jawohl! Alter, hört auf! Mit eurem Nahkampf, mit eurer Nahkampfwut. Da ist schon der Erste gestorben. Schon unterwegs. Verstanden. Ei. Jawohl. Alles klar. Jetzt zum Angriff übergehen. Auf euren Befehl. Verstanden. So. Bringt noch einen Belagerungsturm mit, weil man niemals wissen kann. Sofort. Alles klar.
Oh nein, nein, nein. Sie wollen schon dieses Teil setzen. Wo ist die Ramme? Die Sachen brauchen zu lange. Ich hätte vielleicht warten müssen. Denn jetzt wird Bob der Baumeister hier antanzen und ganz schlimme Dinge uns antun. Das heißt, eventuell müssen wir das Tor durchbrechen, wenn Bob der Baumeister zu schnell da ist. Bleibt wachsam. Auf euren Befehl. Wir müssen das Tor durchbrechen, bevor Bob ankommt. Ansonsten müssen wir die Mauer direkt neben dem Tor durchbrechen. Das wäre schmerzhaft. Jawohl, das geht nicht. Schon unterwegs. In den Kampf. Ja, oh Gott, da ist Bob. Halt ihn auf. Jawohl. Alles klar. Okay, durchbrechen. Bringt die Ramme zum Palisadentor. Wie ihr wünscht. Verstanden. Nein, das ist nicht auf die Mauer. Ich hatte gedacht, wir können die Mauer benutzen, um den Feind damit zu beschießen. Lass mal lieber nicht machen. Wäre eine ungesunde Idee. Angriff. Es gibt kein Zurück. So. Vorwärts. Verstanden. Fischreicher Weiher. Jawohl. Auf Weiher. Ei, wie ihr wünscht. Wir haben ein Territorium eingenommen. Alles klar. Jawohl. Alles klar. Jawohl. Ich setze die Segel. Bis zum nächsten Mal. Wir können Lutz unmöglich alleine besiegen. Vielleicht kann uns Karim einige Soldaten überlassen. Schon unterwegs. Vielleicht. Verstanden. Alles klar. Auf euren Befehl. Verstanden. Du hast mich hier ein bisschen Truppennachschub bestellen. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Jawohl. Vorland zu Lucius Stadt. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Ei. Verstanden. Okay. Wo rennt ihr lang? Ei. Verstanden. Schon unterwegs. Gehen wir schon rüber zu Karim. Wie ihr wünscht. Bleibt auf unserem eigenen Territorium hier. Für den stärkeren Kampfbonus. Wie ihr wünscht. Ei. So. Dann hoffen wir, dass Karim sich nützlich machen kann. Wann helft ihr uns, Lutze zu besiegen? Verstanden. Wenn ich herzubringen, Hakim. Du Drecksack. Natürlich. Was braucht ihr? Wie ihr wünscht. Du hast nur Gold, damit die Siedler keine Steuern zahlen müssen. Nach Marquis auch Wolle und dann sollte ich bereit sein. Ein Karren wurde ausgesandt. Ja, dann soll er mal daran arbeiten, seine Leute reich zu machen. Wisst ihr was, wir können Hakim direkt da lassen. Der wird auch schon zur Party mal gebraucht werden. Hab Dank für eure Hilfe. Die Regenzeit hat eingesetzt. Jawohl.
Okay. Wie ihr wünscht. Verstanden. Schon ich bin gerade zum Rakier aufgestiegen. Okay, wir werden gar nicht gebaut. Jetzt brauche ich noch die Wolle, dann kann ich euch helfen. Nimm die Wolle, lass mich in Frieden. Steig auf. Mach dich kriegsfertig. Oh. Wir brauchen übrigens unser Erzherzogtum noch. Und dafür brauchen wir noch eine Hütte, die reich werden darf. Ich würde sagen, ein Weber, ein weiterer, könnte dafür herhalten. Wisst ihr was, wir setzen einen Weber. Und wir setzen noch einen weiteren Bäcker. Und ein weiterer Besenmacher. Warum steht hier ein Fisch an der Ach ja, natürlich. Monsunregen. Er kommt nicht zurück zu seiner Fischhütte. Die Regenzeit ist vorüber. Ei. Verstanden. Etwas würde ich gut tun, Hakim. Schon unterwegs. Wir verlieren, wenn wir nicht richtig da sind. Das ist natürlich jetzt besorgniserregend. Bringt mir ein Belagungsgerät hier rüber. Gruppe 6, für den Fall, dass wir den Turm brauchen. Hier sollten wir ausbauen lassen. So, nun ist er Herzog geworden. Wir müssen dieses Territorium einnehmen. Fischreicher Weiher, okay. Wie ihr wünscht. Jawohl. Mach dir jetzt den Weg, Hakim. Voll Deko ist bald. Und den fischreichen Weiher können wir Menschen vorher angreifen. Seid auf der Hut. Gruppe 5. Alles klar. Sofort. Okay, wir dürfen den Abschnitt hier erstmal belagern. Auf euren Befehl. Gruppe 4 aus 6 Katapulten bestehend. Wie ihr wünscht. Auf euren Befehl. Jungs, Gruppe 1. Haltet die Augen offen. Es gibt kein Zurück. Nicht in die Dämmerung gehen. Geh nicht in die Nähe der Mauern, habe ich gesagt. Zum Angriff! Kämpft weiter! Angriff! In den Kampf! Ei. So. Es gibt kein Zurück. Reichtum haben wir zumindest schon mal hergestellt bekommen. Es gibt kein Zurück! Vorwärts! Sofort. Wir haben ein Problem. Alles klar. Okay. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Das wirst du büßen. Du Umkaren werden gnadenlos verlieren. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein, wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Nun, gnadenlos verlieren klingt natürlich nicht so freundlich. Kommt zu mir. Ich habe eine sehr seltene Söldnertruppe erworben, die euch sicher helfen kann, Lutzes zu besiegen. Verstanden. Alles klar, kommen wir rüber.
Ah ne, ich hatte eine andere Stimme für ihn. Kommt zu mir! Ich habe eine sehr seltene Soldatentruppe erworben, die euch nicht helfen kann, Lutz zu besiegen. Ah. Dann wollen wir unsere Soldatenlimit erstmal voll haben. Sofort. Verstanden. Jawohl. Wie ihr wünscht. Jawohl. Jawohl. Ei. Ei. Auf euren Befehl. Das können wir den schon mal abnehmen. Kämpft weiter. In den Kampf. Haltet die Augen offen. Nein. Kämpft weiter. Vorwärts! In den Kampf! Wie ihr wünscht, sofort! Auf euren Befehl! Sofort! Und auf dem Rückweg kann er sich dann das Erzherzogtum abholen. Perfekt. Es handelt sich um Sagenwoge, drei Musketiere. Sie sind unbesiegbar. Oh. Wir haben die drei Musketiere bekommen, nett. Wo sind sie? Gib mir die drei Musketiere. Was muss ich bezahlen? Wie viel kosten sie? Und gibt es noch weitere von ihnen? Es gibt es nur einmal auf der Welt und sind praktisch unbezahlbar. Da kann ich sie euch nur ausleihen. Einverstanden. Wie viel kosten sie? Schon unterwegs. 5000 Gold müssen und 200 Einheiten Holz. Kriegst du? Nicht sehr billig, aber praktisch. Und 200 Einheiten Holz. Ich brauche einige neue Schiffe. Habe ich euch nicht ich vergesse die ganze Zeit, dass ich für den tatsächlich eine eigene Stimme gebaut hatte. Wir müssen die befinden und keine Nutzen. Keine Lutz erneut in unsere Stadt geschmuggelt hat. Oder sie werden unsere Stadt beschädigen. Ein Karren wurde ausgesandt. So, eilen wir uns. Ein Karren wurde ausgesandt. Ei, wie ihr wünscht. Angriff! Ein Dieb wurde entdeckt. Verstanden. Alles zusammen klar. Sind wir weit gekommen. Dieser neue Titel ehrt mich. Alles klar. Da war noch einer. Jetzt fehlt es an Stein. Unterwegs. Schon unterwegs. Haben ein Territorium eingenommen. Ein Dieb wurde entdeckt, wie ihr wünscht. Tut ihn. Auf euren Befehl. Verstanden. Schon unterwegs. Sofort. Auf euren Befehl. Verstanden. Wie so, ausbauen. Schon unterwegs. Jawohl. Wir können Party machen. Alles klar. Das hat er ausgezeichnet gemacht. Wie ihr wünscht. Jawohl. Und dann werden wahrscheinlich mehr Leute von der Straße gezogen werden. Verstanden. Wo ist der letzte Dieb? Jawohl. So ein Dieb wurde entdeckt. Jawohl. Nicht aufgeben. Wie ihr wünscht.